Ganz bedächtig begab sich Axel das Axolotl auf Erkundungstour in seinem neuen Zuhause im Sea Life. Orakeln war gestern, heute ist Kommentieren angesagt. Nach diesem Motto soll der mexikanische Schwanzlurch die kommenden 31 Spiele der Fußball-EM analysieren. Doch Achtung, das putzige Aussehen soll nicht über die spitze Zunge des aufstrebenden Jungkommentators hinwegtäuschen. Er hat eine sehr schön ironische Art, die Dinge zu betrachten und ist da auch relativ eindeutig. Also ich würde sagen, er gehört nicht zu den charmantesten Zeitgenossen. Ob auf der Liege oder am Grill, Axel wird nach jedem Spiel mit wissenschaftlicher Strenge Nationalmannschaften und Spieler unter die Lupe nehmen. Doch wie funktioniert die Analyse und werden wir ihn bestimmt nicht missverstehen? Sie haben ein sehr menschenähnliches Gesicht, das werden wir später noch sehen, und einen relativ großen Mund und Sie bewegen den sehr oft. Das heißt, es sieht tatsächlich aus, als würde er sprechen und er hat natürlich eine Stimme verliehen bekommen. Eine Prognose, wer denn nun Europameister wird, stellt Axel im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Ophira, dem Kraken-Orakel der vergangenen Frauen-WM, jedoch nicht auf. Also müssen wir spekulieren. Ich sag Frankreich. Deutschland. Deutschland nicht. Ich weiß gar nicht, Spanier sind ja so eine Institution. Ich hoffe trotzdem Deutschland. Keine Frage, Deutschland. Tore für Deutschland wird Axel leider nicht schießen können, doch als Analytiker wird er uns, ob bei Sieg oder Niederlage, bestimmt viel Freude bereiten.